So, den Einstieg in Swift, den haben wir gefunden über das Thema Variablen und Konstanten. Und jetzt wollen wir uns gleich mit dem nächsten spannenden Thema beschäftigen, nämlich Klassen und Objekte. Ja, dazu machen wir uns einen neuen Playground. Und diesen neuen Playground, den haben wir hier im Step 6. Und das Ding heißt nicht My Playground, sondern eben Klassen und Objekte. Und ab jetzt wollen wir doch damit arbeiten. Da ist er schon, unser schöner Lieblingsplayground. Und dann müssen wir im Schritt 1 zu diesem neuen Thema eben ein bisschen was erklären. Das Thema ist die sogenannte objektorientierte Programmierung, OOP, habt ihr sicherlich schon mal gehört. Und auch dieses Thema kann man furchtbar theoretisieren und Studenten damit semesterweise quälen. Wir wollen iPhone-Apps machen, iPad-Apps und Apple Watch-Apps und was da alles noch kommen wird. Und sollen also hier nicht theoretische Informatiker werden. Das geht in einem Kurs von ein paar Stunden auch nicht, das ist völlig klar. Trotzdem müssen wir uns so ein bisschen mit diesen Hintergründen beschäftigen. Nun möchte ich das Ganze relativ einfach machen und lasst uns doch mal überlegen, was dahinter stand, hinter dieser Bewegung der Objektorientierung. Eigentlich ging es darum, dass die Entwickler auf einer bequemeren Ebene mit den Fachabteilungen reden konnten, welche Systeme denn zu entwickeln wären. Einfach, dass man einen gemeinsamen Nenner hatte, weil es gab eine Zeit, da hat die Fachabteilung an der IT-Abteilung und umgekehrt immer aneinander vorbeigesprochen. Und Objekte könnten hier durchaus hilfreich sein. Ja, das war so die große Philosophie dahinter. Wollen wir nicht drauf eingehen, was da vor 20, 30 Jahren in der Welt der Entwicklung passiert ist. Da gibt's andere sehr, sehr bewanderte Leute zu, tolle Bücher. Also wen das interessiert, der findet alles dazu im Internet. Sondern wir wollen hier ein bisschen praxisnah bleiben. Und ich möchte euch zum Beispiel an einer Klasse und daraus instanziierten Objekten Automobil etwas vorführen. Also, machen wir uns doch eine Klasse in Swift und dazu gibt's, wer hätte das gedacht, ein Keyword und das heißt Class. So, Auto, sind wir doch mal höflich, Automobil soll unsere Klasse sein. Jetzt hätte ich also hier die Möglichkeit zu beschreiben, was unser Automobil denn so haben sollte. Ja, und ich will jetzt nicht sowas haben wie Anzahl der Türen und Farbe, sondern ich möchte mal davon ausgehen, dass wir vielleicht eine Rennsimulation schreiben werden und dann werden wir verschiedene Automobile auf einer Strecke haben und dann interessiert uns eigentlich die aktuelle Geschwindigkeit des Fahrzeugs und vielleicht ein Lenkradius, ja, um wie viel Grad das Lenkrad eingeschlagen ist, nur um mir jetzt mehr oder weniger irgendetwas Sinnvolles aus dem Hut zu ziehen und ich möchte eben nicht einfach eine Klasse Kunde haben, wie ich das sonst immer gemacht habe, sondern hier soll's mein bester und schönster Kurs sein und dann muss man auch mal mit alten Zöpfen brechen. Also eine Class Automobil. Was wollen wir denn haben? Da wollen wir Variablen haben und wir wollen sagen, wir haben eine Geschwindigkeit. Nun sind wir hier unter uns und dann machen wir die Geschwindigkeit eben vom Typ Integer und zunächst einmal, wenn wir so ein Automobil hätten, fährt es nicht. Ja, es hat die Geschwindigkeit 0. Vielleicht haben wir auch so etwas wie eine Gaspedalstellung. Ja, machen wir doch sowas wie ein Wert hier Throttle. Und das soll dann so etwas sein,
ja, auch ein Integer in Prozent, irgendwas zwischen 0 und 100, meinetwegen. Und dann hätten wir noch einen Gang, in dem wir uns befinden. Und auch das ist dann zunächst mal ein Integer. Und wir sagen, wir würden uns hier im Neutral, also auf dem Gang 0, befinden. So, also wir haben jetzt mal ein Automobil als Klasse definiert. Was heißt denn das? Das ist also eine Art Blaupause. Ja, das ist wie wenn ein Architekt einen Plan von einem Haus malt. Kann ich dann schon in das Haus hineingehen? Nee, es muss ja erstmal gebaut werden. Und was haben wir, wenn das Haus gebaut ist? Dann haben wir ein Objekt. Ja, fragt mal einen Immobilienmakler, der redet immer von Objekten. Mietobjekte, Kaufobjekte. Also, wenn wir aus einer Klasse uns eine Instanz herausprägen, dann könnte man auch sagen, wir haben ein Objekt der Klasse so und so. Das ist eigentlich alles, ja? Die Klasse ist die Beschreibung und ein Objekt oder eine Instanz ist dann diese Beschreibung in die Realität umgesetzt, eben als lebendes Objekt. So, was hätten wir denn da? Da könnten wir sagen, ich hätte eine Konstante und das wäre unser K1 und K1 soll jetzt sein ein Automobil. So, jetzt können wir also hier schon mal davon ausgehen, dass unser K1 eine Instanz der Klasse Automobil ist. Na, wie spannend ist das denn? Und dann kann ich jetzt sagen, K1, gib mir doch mal deine Geschwindigkeit. Na, wen wundert's? Das wird wohl 0 sein. Dann kann ich sagen, K1, gib mir doch mal deine Gaspedalstellung. Das ist auch 0. Und nur um's abzuschließen, noch K1, gib mir doch mal den Gang, in dem du unterwegs bist. Das wäre eben auch 0. So. Und dann ist jetzt die Frage, ist denn nun eine Klasse nur eine Zusammenfassung von Variablen oder Konstanten unter einem Namen? Ja, ist das das, was wir vielleicht aus der Sprache C als Struktur kennen? Ist das nur so eine, ja, Gruppierung von Werten? Nein, ist es nicht. Eine Klasse soll nämlich nicht nur Properties oder Attribute, wie hier Speed, Throttle und Gear haben, sondern eine Klasse soll auch absolut die Möglichkeit haben, dass es Methoden gibt, die die Eigenschaften, sprich Attribute oder Properties der Klasse, miteinander in Beziehung setzen. Ja? Und wie wir solche Methoden gestalten und was die tun, das schauen wir uns im nächsten Video an.